Die testen mich, scannen mein Gehirn, multiple choice, ohne Ende. Und dann speisen sie diese Dinger mit sogenannten Mindfiles von 17 Millionen Menschen. Charaktermerkmale, Ansichten, Gefühle, alles unvorstellbar aufwendig. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Vielleicht kennen die dich ja besser als du selbst. Also, ich würde das ja ganz gern mal ausprobieren. Dir deine Traumfrau basteln lassen? Ja. Aber ich habe sie ja zu Hause. Gut, Spaß beiseite. Egal, wie wir das alles finden. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie. Schreibe ich dir blind. Alma, es geht immerhin darum, ob diese Dinger in Deutschland heiraten dürfen, arbeiten, Pässe kriegen, Menschenrechte oder Eingeschränkte oder wie immer man das nennen will. Warum kann das nicht Julian machen? Voraussetzung ist, dass du alleinstehend bist. Und Frank? Alma, alle anderen haben entweder Familie oder leben mit jemandem zusammen. Außerdem hast du längst zugesagt. Und dein Ding, dein Traumpartner, ist ja schon für dich gebaut. 3 Wochen, Alma. Und dann kannst du meinetwegen mit deiner Truppe nach Chicago fliegen und dir die Keilschriften im Original angucken. Ich gebe die Mittel frei. Nein, das ist keine Bestechung. Nur ein kleines Dankeschön.